Viele haben sich gewünscht, dass ich wieder mal ein Video mache, in dem ich Fake-Videos von Kreaturen zeige und versuche herauszufinden, ob diese fake sind. Heute habe ich wieder zwei Videos für euch und kläre, ob diese fake sind. Beide Videos sind Herobrine-Videos und dazu muss ich sagen, dass diese Videos wirklich gut gemacht sind, also ziemlich echt aussehen. Beim ersten Video geht es darum, dass Spieler auf einem Server spielen und dann Herobrine kommt und die Spieler belästigt und auch tötet. Hier erstmal das Video. So, das Video sieht eigentlich ziemlich echt aus. Herobrine heißt Herobrine und hat auch denselben Skin. Doch mir sind mehrere Sachen aufgefallen, die uns den Hinweis geben, dass das nicht Herobrine ist. Erster Hinweis. Alle Spieler, die auf dem Server sind, sind irgendwie mit diesem PlayStation-Netzwerk verbunden, außer Herobrine. Soweit ich weiß, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ist das eine LAN-Verbindung. Das bedeutet, jemand, der mit demselben Internet wie die Person verbunden ist, ist auf dem Server. Das heißt, dass dieser Herobrine wahrscheinlich im selben Haus ist mit dieser Person, die auf dem Server ist, also einer von diesen ganzen Personen. Wie genau das funktioniert, bin ich mir auch nicht so sicher, weil ich mich mit PlayStation Minecraft wirklich nicht auskenne. Aber es ist auf jeden Fall eine LAN-Verbindung und somit kann sich auch jeder Herobrine nennen. Zweiter Hinweis, Herobrine hat keine normale Hit-Animation. Jetzt denkt man, ja, das ist doch ziemlich komisch und gruselig, also ist es ja echt. Aber durch irgendeinen Effekt oder Verzauberung kann man diese Hit-Animation deaktivieren. Leider weiß ich nicht wie, ich habe im Internet danach gesucht, als auch in einer Singleplayer-Welt herumprobiert und nichts gefunden. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das auch mal irgendwie gemacht habe. Vielleicht weiß jemand von euch, wie dieser Effekt heißt oder diese Verzauberung. Aber das mit dieser Hit-Animation ist auf jeden Fall so mit Absicht gemacht worden. Man sieht ja auch, dass Herobrine Partikel hat. Dritter Hinweis, die Person stirbt, nachdem sie Herobrine geschlagen hat. Da Herobrine eine Rüstung trägt, gehe ich davon aus, dass diese Rüstung die Verzauberung Dornen hat. Also wenn jemand diese Verzauberung hat und man diese Person schlägt, dann bekommt man selber Schaden, quasi wie ein Kaktus. Wahrscheinlich ist auf dieser Rüstung Dornen 1000 drauf oder so und deshalb stirbt man auch direkt. Vierter Hinweis, das Verhalten von Herobrine. Erstmal ist es merkwürdig, dass Herobrine ein Schwert als auch eine Rüstung hat. Das hat Herobrine normalerweise nicht, denn er ist ja auch kein normaler Spieler. Genauso ist es komisch, dass Herobrine Leute tötet. Das hat der echte Herobrine, so wie wir ihn kennen, auch nie gemacht. Dann ist es auch noch merkwürdig, dass Herobrine mit den anderen kommuniziert. Ich meine, er lacht sie aus oder schreibt dann, wer sagt, dass ich nicht existiere. Außerdem schreibt er Englisch und Herobrine ist normalerweise Schwedisch. Okay, außer er kann Englisch, aber Herobrine kommuniziert normalerweise nicht. Daran merkt man, dass dieser Herobrine-Typ einfach nur den Leuten Angst machen will und sie quasi prankt. Oder das Video abgesprochen ist und somit fake ist. Aber kommen wir jetzt mal zum Fazit. Das Video ist tatsächlich fake. Das hat sogar der Ersteller bestätigt. Er schreibt in den Kommentaren, dass er geprankt wurde. Was mich aber stört, er verkauft es ja immer noch für echt. Ich meine, das Video ist noch online. Und Personen könnten immer noch glauben, dass das echt ist. Denn er hat es ja vor einer Woche für echt verkauft. Und eine Woche später schreibt er dann in den Kommentaren, ja Leute, ich wurde geprankt. Für mich ist das einfach viel zu spät und man hätte was machen können. Zum Beispiel das Video runternehmen, denn viele haben bestimmt schon Angst bekommen. Aber wie sage ich immer so schön, wer solchen Videos glaubt, ist selber schuld. Obwohl das Video sehr gut gefaked ist. Aber trotzdem Leute, immer vorsichtig sein bei solchen Videos. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Video. Es ist ein kurzes Video und spielt auch in derselben Version wie in der ersten Herobrine. Sorry Leute, aber dieser... Ey, warum schreiben Leute Herobrine so falsch? Also wie in der ersten Herobrine-Sichtung. Es sieht ziemlich echt aus. Hier einmal das Video. Wow. Das Video ist ziemlich kurz, aber sieht sehr echt aus. Ich meine, es ist eine alte Version, dort ist Herobrine, er verhält sich so, wie man ihn kennt und wird sogar getötet. So als wäre das eine Kreatur und kein Spieler. Doch ein Hinweis beweist, dass das ganze Video fake ist. Nämlich die Version.
oder eher gesagt, was dort oben links steht. Dort steht Minecraft Alpha 1.0.16-02. Aber Creepy Smalltalk, das ist doch ganz normal. Das ist sogar die Version, in der man auch Herobrine trifft. Naja, nur schade, dass diese Schrift dort nachträglich eingefügt wurde. Denn wenn man sich ein originales Gameplay von der Version ansieht, dann kann man erkennen, dass diese Schrift einen Schatten hat. Bei diesem Video aber nicht. Die Person hat die Schrift einfach nachträglich hinzugefügt. Diese Minecraft-Schriftart kann man sich auch ganz einfach aus dem Internet holen. Was auch komisch ist, ist dieser weiße Streifen. Aber den kann ich mir selber nicht mal erklären. Das einzige, was ich weiß, ist, dass dieser Streifen nicht im Spiel ist. Wahrscheinlich ist dieser Herobrine einfach nur eine Mod. So, das war's dann auch mit den beiden Videos. Wieder mal beide Fake. Markiert mich gerne wieder unter solchen Videos, ich kläre das gerne wieder auf. Dann würde ich sagen, lass gerne eine positive Bewertung da, um mich zu unterstützen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Abonniert diesen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.